Shovel Promod 24. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die vergangene NAMM Show. Klar, erzähle ich immer gern davon, weil natürlich auch da neue Eindrücke auf mich einwirken. Und als ich dann bei Shovel war, die haben auch einen extra eigenen Raum mit Jackson und EVH zusammen, sind mir die Promod 24 ins Auge gefallen. Hab mir gedacht, okay, 24 Bünde, was ist denn das? Normalerweise eigentlich für Jackson zuständig, finde ich. Und habe ich mir gedacht, okay, was ist denn das? Und da habe ich mich entschieden, komm, wir nehmen mal drei Stück. Und heute bringe ich euch die erste ins Videostudio. Und wenn ihr mal auf den Preis schaut, muss man sagen, Hut ab. Ne? Obergeile Gitarre, 24 Bünde mit einem wirklich obergeilen, flachen C-Hals hier. Maple natürlich, ganz klar. Mit einem Erle-Body und einer Quilted Maple-Decke. Ne? Also wirklich sehr, sehr geil. Kommen aus Mexiko, deswegen etwas preiswerter. Und gehen so in die Richtung, ich sag mal, Players, Hot Rod, Shredder-Gitarre. Und das finde ich natürlich ganz, ganz besonders geil, weil gerade Shovel natürlich eine Firma ist, die schon Ende der 70er Sachen auf den Markt gebracht hat, die wirklich Shred-orientiert, was ist Shred? Ja, Shredder-orientiert war. Na klar, Eddie Van Halen als Vorreiter überhaupt der Bolt-on-Gitarre mit Floyd Rose und mit Humbucker. Insofern hat es da natürlich seine Historie. Und ist so ein bisschen so eine Gegendemo, wie ich so verstehe, zu diesen ganzen Sur-Geschichten oder auch immer das macht im Moment so eine AZ-Serie. Das geht so ein bisschen alles in dieselbe Richtung, so diese Drum-Tracks-Central-Post-Shredder-Fraktion, die alle so geil spielen, dass einem schlecht wird. Ja, aber da will man so ein bisschen ran und in die Richtung gehen auch die Promod Shovels. Und da sind so ein paar Player oder Players-Options an Bord, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Unter anderem natürlich auch die Pickup-Schaltung. Handelt sich um zwei Humbucker. Der Full Shred ist wieder an Bord, finde ich sehr, sehr geil. Einer meiner Lieblings-Pickups von früher von Timo Duncan und vorne natürlich ein SH2. Hinten haben wir es also heiß, vorne weniger heiß. Und das ist natürlich sehr, sehr geil, weil dadurch habe ich natürlich ein kalibriertes Set. Und wenn man hier denkt, okay, wie soll das gehen mit Clean? Das geht dann natürlich, wenn ich die Pickups über den 5-Weg-Schalter Clean schalte. Das soll heißen, also hier. Oder zum Beispiel auch der Humbucker vorne mal parallel geschaltet. Ne? Das ist immer eine sehr, sehr geile Geschichte, wenn es darum geht, dass man mit Humbuckern irgendwelche Clean Sounds bauen will. Ja? Und das klingt natürlich als Humbucker alleine so. Dann hier parallel. Was heißt parallel? Im Prinzip nichts anderes, als dass natürlich die Saiten an zwei Stellen parallel abgenommen werden. Das heißt also, der Draht geht in dem Fall nicht einmal durch die Spule und durch die Spule seriell, sondern parallel. Und das ist dann so, als hätte ich praktisch zwei Single Coils in einem Pickup. Klingt auch sehr, sehr viel glasiger. Dann natürlich sehr, sehr geil vorne oder in der Mitte diese beiden Spulen hier. Klingt auch sehr, sehr fein. Ne? Sehr, sehr, sehr geil. Und natürlich der Humbucker hinten, der Full Shred ist natürlich auch super, super dafür geeignet, um sich auch splitten zu lassen. Das kann ich euch mal zeigen. Eine Genstufe rauf hier. Und mal hier volle Pulle hier, als Humbucker. Wenn ich solche Akkorde spiele, habe ich natürlich immer das Bedürfnis, dass ich die Saiten auch gut höre. Ne? Und das finde ich super geil, gerade bei Gitarren, die so Humbucker orientiert sind. Wenn ich dann die Option habe, hier, einfach einmal rüberschalten hier. Ja. Humbucker voll hier vorne. Ja?
sau, sau, sau geil. Natürlich auch ein Floyd Rose an Bord. Und da ist ja immer auch die Frage, was habe ich für einen Radius auf der Gitarre? Ne? Und wenn man es mal hier so hält, sieht man sehr, sehr schön, der Radius ist sehr flach. Das ist natürlich genau richtig für einen Floyd Rose, weil eigentlich hat ein Floyd Rose einen 16er Radius. Ja, das heißt, ich habe hier einen Compound-Radius von 12 auf 16, soll heißen, ich habe hier vorne am ersten Mund meinen 12er Radius und der wird dann immer flacher, bis ihr hier unten natürlich zum 24. Bund ankommt. Habe ich ja vorhin schon erzählt, das ist wirklich das Novum für mich bei Charvel hier, oder Charvel, wie die Amis sagen, zum 16. Zoll Radius und dann natürlich zum Floyd, das ist natürlich geil. Und vor allen Dingen gerade dann, wenn es auf die High-Gain Sachen geht, ist Floyd Rose. Sehr viel geschimpft über Floyd Rose nach dem Motto, es ist viel Einstellarbeit und so weiter. Für mich ist es die absolute Freiheit und der absolute Frieden. Deswegen weiß ich, die Gitarre, wenn das Floyd richtig eingestellt ist, überhaupt nicht mehr verstimmt. Ja, na klar, liegt natürlich daran, dass nachdem die Saiten hier oben auf die ganz normalen Charvel Tuners aufgezogen werden, natürlich hier oben an der Nuss abgeschlossen werden. Das heißt, die Saiten können sich hier nicht bewegen, genauso wenig natürlich, wie sie sich hier in den Böckchen bewegen können. Und wenn das Floyd richtig eingestellt ist, dann liegt es auch parallel zur Decke. Das hier kann man so ein bisschen sehen. Habe ich auch mal einen kleinen Workshop gemacht auf YouTube, könnt ihr euch mal anschauen. Und da werden natürlich die Saiten einfach hier eingeklemmt und mit den Bolzen werden dann die Steinchen, so ist vielleicht besser, einfach gegen die Saiten gedrückt und dann kann auch nichts mehr passieren. Der einzige Nachteil ist natürlich, wenn eine Saite reißt, ne, dann geht natürlich die Saitenspannung runter und die Federn ziehen das Vibrato, die ihr jetzt nicht hier seht, hier drunter sind die Federn, ziehen das Vibrato natürlich nach unten und dadurch habe ich natürlich eine Verstimmung. Funktioniert nicht, das heißt, man braucht, wenn man eine Floyd-Gitarre spielt, auch am besten eine Ersatzgitarre oder es reißt an eine Saite und man hat dann auf der Rückseite so zwei Schlüssel. Einmal den Schlüssel für die Oktavreinheit und einmal für die Saitenreiter, der jetzt hier gerade fehlt, aber könnte man montieren und dann kann man auch direkt auf der Bühne die Gitarre reparieren, wenn man möchte. Dann wird dann hier oben praktisch die Saite etwas abgewickelt und wird dann wieder hier reingesteckt, weil meistens reißen die Saiten natürlich hier an den Böckchen. Ne? Durch dieses ewige Biegen, hier zum Beispiel, ne, werden dann die Saiten hier immer wieder gebogen und reißen dann, aber auch nur dann, wenn man wirklich zu lange drauf lässt. Wie gesagt, 24 Bünde, Promod Charvel, eine Gegendemo finde ich absolut zu Suhr und das ist natürlich auch ein bisschen klar, weil Suhr hat natürlich ganz viel Fender-Genetik drin. Ja, ob es jetzt gestohlen ist, lässt sich schwer sagen. Rein rechtlich sind die ja immer so ein bisschen am Fighten, wer hat es erfunden. Ja, natürlich ist man dann ein bisschen pikiert, wenn man dann eine Fender-Gitarre auf dem Schoß hat und man nimmt das Wort Suhr in den Mund oder umgekehrt. Insofern ist da Fender immer so ein bisschen auf der Hut. Aber so sehe ich es auch hier bei der Serie, dass das so eine Gegendemo ist. Klar, mit 24 Bünden und mit dieser intelligenten Pickup-Schaltung zu Suhr. Und das ist absolut okay, weil Charvel war auch einen kleinen Tuck vorher da. Ne?